Shalom. Du bist, was du isst. Koscher bedeutet fit. Wenn wir koscher essen, wir denken koscher, wir agieren koscher. Unsere ganze Herangehensweise ist koscher. Koscher ist ein spezieller Nahrungsweise, was Gott uns geschenkt hat, wie wir aufnahmefähig werden, mehr mit Gott gebunden zu sein. Die Gesetze und Traditionen von Koscher wurden uns an Berg Sinai überreicht und über Jahrtausende gefolgt und uns zusammengehalten hat. Hier sind einige der koscheren Gesetze. Fleisch und Geflügel darf nur von bestimmten Tierarten sein. Tiere, die Wiederkäuer sind und gespaltene Hufe haben, sind koscher. Danach müssen diese Tiere geschlachtet werden. Auf eine besondere Art und Weise, wo keine Schmerzen vorhanden sind, von einem religiösen Schlachter. Danach wird die Tier kontrolliert auf Gesundheit, dass es nicht krank war. Und schließlich wird es gesalzen, weil Juden dürfen keinen Blut essen. Milch und Käseprodukte dürfen nur von koscheren Tieren verzehrt werden. Juden dürfen Milch und Fleisch nicht kochen oder essen oder sogar davon Vergnügen haben. Milch und Fleisch sind streng getrennt. Zum Koscher gehört auch, dass wir dürfen keinen Insekten essen. Daher werden Obst und Gemüse sowie Fisch kontrolliert vor Würmern oder Wanzen. Koscher hilft uns, eine andere Art von Leben zu führen. Aber Koscher ist überall erhältlich. Du kannst in einen ganz normalen Supermarkt gehen und viele Produkte finden, die koscher sind. Die frischen Obst und Gemüse. Du kannst ganz viele moderne Produkte. Ob es Ketchup von Heinz, ob es viele Arten der Cereal von Kellogg's, ob es frischen Eier, Fisch, schwarzen Tee oder Kaffee. Ganz viele Produkte kann man ganz normal kaufen und so weiter und so fort. Manche Produkte brauchen einen besonderen Koscherstempel, wie Geflügel und Fleisch. Wie Wein, die extra koscher gemacht werden muss, wo ein Rabbiner anwesend ist, vom Anfang an bis zum Fertigung der Prozess. Darüber hinaus ist es wichtig, dass koschere Lebensmittel in eine koschere Küche vorbereitet wird. Eine koschere Küche bedeutet, wo die Milch und Fleisch sind getrennt, wo es gibt zwei Ovens und zwei Herde, damit die nicht zusammen gekocht wird. Eine Spülmaschine kann auch nicht für Fleisch und Milch gleichzeitig benutzt werden. Im Gegensatz zu dem Kühlschrank, was Milch und Fleisch gleichzeitig haben kann, aber getrennt in der Kühlschrank selber. Weil die Übergabe von Geschmack passiert nur durch Hitze. Indem dass wir koscher essen, verbinden wir uns auf eine innere Weise mit dem lieben Gott und haben ein sinnvolles Leben geführt. Wir binden uns mit tausenden Jahren von jüdischen Traditionen. Und nicht vergessen, du bist, was du isst.